So, Checker-Freunde, kurzes Ambiente-Video vom Audi S4 Avant B9. Mal kurz in der Totalen, sieht ganz schick aus. Fangen wir rechts an und da sehen wir hier schon oben einen schönen Türkeil. Der geht auch rot, der leuchtet auch rot, wenn man die Tür aufmacht. Sehr edel sieht es aus und leicht sportlich natürlich. Das ist ja der S4, ganz leicht, oh, ein bisschen unscharf. Dann haben wir unten in den Taschen ist eine Beleuchtung. Dann unten rechts die Fußraumbeleuchtung, ganz dezent, so ein Strich. Dann hier sieht man das, ja, am Alcantara runterzu, sehr edel gemacht. Ja, also da haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Dann sind natürlich auch die Lüftungsrollen, sage ich mal, zum Verstellen beleuchtet. Gehen wir mal runter, fangen wir an der Mittelkonsole an. Ja, unser Schaltknopf hier, hier P-Stellung, dann Spiegelverstellung, ja, vorne unser Entertainment-System einstellen, Audio, Media, ne, Map, das ganze Zeug. Dann haben wir unten unser Drive-Select-Modi, dann Parkassistent etc. Gehen wir hoch zu unserer 3-Zonen-Klimaautomatik. So links, rechts Sitzheizung, hoch zum Navi, ja, da ist es, sauber, ja, dann auch wieder rüber links zum Lenkrad, links haben wir die ganzen Verstellmöglichkeiten fürs Display, rechts Sprachmodus, Lautstärke etc. Und dann mit der Standtaste kann ich mal noch was dort drauf programmieren, ja, natürlich unser TFT-Bildschirm, ja. Sehr edel gemacht. Links haben wir das Navi jetzt eingestellt, große Drehzahlmesser. Dann links auch wieder die ambiente Beleuchtung rot. Dann natürlich hier elektrische Fensterheber etc. Ne? Achso, das in der Mitte war Lautstärkeregler vor. Hier links ist natürlich Fensterheber. Entschuldigung. Ja, dann haben wir noch hier natürlich unsere Lichttechnik, wo wir einstellen können. Ja, sehr edel. Und hinten links gehen wir da auch mal noch kurz hin. Dann haben wir auch noch mal die rote dezente Beleuchtung hier unterm Alcantara in der Türe und dann auch hier unten in der Türmulde, sag ich mal, wo man es reintun kann, auch sehr edel beleuchtet. Und dann natürlich hier unten unsere dritte Zone, Klimaautomatik für die hinteren Passagiere. Ja? Dann gehen wir noch mal in die Totale. So. So sieht der S4 bei Nacht aus. Ach, an der Seite haben wir noch vergessen hier. Am Mitteltunnel. Auch sehr edel. Ja. Ja, das war's. Bis bald. Euer Checker Mario. Ciao, ciao. Ja, danke fürs Schwarmchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.